Dün, 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 dün. Ding. Moin Leute, da sind wir wieder in dem kleinen Walddörfchen. Und es ist Winter, wie immer. Und wir sind hier halb am Verdursten. Das kann natürlich nicht angehen, ne? Da müssen wir was gegen tun. Ein bisschen frisches Quellbachwasser. Was will man mehr? So Leute, ihr seht, wir haben immer noch unsere Wohngegend hier, die noch nicht bevölkert ist. Und wir haben ja auch noch nicht. Huch. Warum habe ich denn die Schaufel hier liegen lassen? Ja, wir haben hier die Zäune noch nicht weiter gebaut. Da brauchten wir noch Holzstämme für. Wir haben genug Holzstämme, wir müssen die nur holen und weitermachen, ne? Ach, wir haben noch so viel zu tun. Wir müssen auch noch. Hier, ach, das wurde auch noch mal angesprochen. Die Kühe, die habe ich ganz vergessen. Bei unserem Bauernhof, die Kühe. Oh, ein Stress ist das wieder hier, Leute. Ich muss mich erstmal waschen. Das geht so nicht heute. Ich weiß wieder nicht, was ich zuerst machen soll. Kennt ihr das auch? Habt ihr auch das Problem? Man weiß immer gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man wieder einen neuen Tag beginnt hier. Gibt immer so viel zu tun. Man möchte sich auch am liebsten gerne einfach mal zu den Leuten setzen hier auch, ne? Und sagen, komm, ich setze mich mal zu euch, sag hallo, wie geht's euch, Leute? Ne? Die Dame mag mich jetzt zwar nicht hier sitzen haben, das sieht man, aber naja, die muss damit leben. Ich wohne ja auch hier im Dorf, ne? Ich darf mich ja auch überall hinsetzen. Ja, Leute, also wir haben heute was vor. Und zwar wollen wir heute, was wollen wir machen? Einmal Kühe besorgen. Wir brauchen Kühe. Ja, genau. Warte, komm, wir gehen weiter jetzt. Ich habe gar keine Zeit. Wir müssen. Komm, lass mich doch. Jetzt hänge ich hier fest. Glaubt ihr das? Ich nicht. Wir müssen einmal sehen, dass wir hier mit den Kühen klarkommen. Dass wir hier alles haben, was wir. Warum habe ich hier einen Eimer mit Wasser in der Tasche? Wo kommt der denn her? Muss ich das verstehen? Nee, ne? Glaub nicht. Ja, wir müssen sehen, dass wir hier. Guck mal, die Stiefel, die kann ich schön vertickern heute. Die nehmen wir mit. Muss ich sehen, dass ich heute. Ja, einen Haufen Kühe reinkriege. Wo können wir denn Kühe kriegen, Leute? Wisst ihr das? Ich weiß das. In Gostovia sind auf jeden Fall Kühe. Da sieht man die ja immer. Aber hier, Theodorik, ne? Theodorik, komm, erzähl mal. Du kannst mir doch sicherlich auch sagen. Nee, warte, das kannst du nicht. Wo finde ich denn ein Bauernhoftiere? Und zwar Rinder. Rinder. In Gostovia. Ja. Ja, vielen Dank. Mehr wollte ich gar nicht. Weil die Leute sind immer so nett, die sagen einem immer, wo was ist. Das finde ich immer so schön. Gut. Wollen wir noch irgendwas haben? Brauchen wir noch was? Sind wir glücklich und zufrieden? Sind unsere Lagerbestände in Ordnung? Warte mal, wie sieht das hier aus? Das wird auch immer voller, aber ich muss sagen, das ist noch erträglich. Ein erträgliches Maß, würde ich sagen. So, bei dem mal kurz hier ein bisschen was futtern. So, reicht schon. Zack. Also, da haben wir 600 Kilo drin von 1000. Das ist in Ordnung. Und hier haben wir 1800 von. Lodi, das ist. Warum quillt denn das schon wieder über? Am Brennholz kann es nicht liegen. 68 Bretter, ey. Meine Herren, wer soll die denn alle verarbeiten? Soll ich das etwa machen? Na sicher werde ich das machen, aber heute doch nicht. So. Und was haben wir hier noch? Baumstämme? 80 Holzstämme. Guckt euch das an. Ich meine, wir werden die ja da hinten irgendwo brauchen, ne? Wie wäre es, wenn ich die mal hier an die Kante schmeiß? So hier ein bisschen rüber. Über den Zaun. Ab zu den Nachbarn rüber. So. Bei dir noch ein. Ich mache das nur, weil ich ja demnächst jetzt sehen muss, dass ich in der kleinen Wohnsiedlung da hinten den Zaun weiterbauen kann, den Palisadenzaun drumherum. Und da brauchen wir ja noch heftig Holzdämme. Und damit wir da auch keine Probleme haben, habe ich mir gedacht, komm, schmeiß den Scheiß dahin. Dann stört er niemanden. So, was haben wir denn jetzt? Was wiegt denn hier am meisten? So rum sortieren und dann nach oben. Ja, Leder haben wir immer noch zu viel.
Stroh, 100 Kilo Stroh haben wir. Gut, der Mist schon wieder herkommt. 236 Dung. Okay. Ich meine, das wiegt jetzt nicht so viel, ist nicht ganz so schlimm. Da können wir uns später nochmal drum kümmern, aber... hier, das Leder. Dass wir so viel Leder haben... Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Das geht so nicht weiter. Na gut, okay. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Kühe. Komm mal her, du Studi. Wir haben was vor heute. Wir müssen uns um etwas kümmern. Wir müssen uns bemühen. Wir müssen wieder fürs Dorf was erledigen. Und das werden wir heute auch tun. Und zwar voller Einsatz und voller Elan. So, und dann werden wir hier... Warte mal, von hier muss ich losreiten. Oh, guck doch mal die ganzen Quests an. Aber die schaffe ich ja gar nicht alle zu machen. In Gostovia sind auch noch zwei Quests. Komm, wir rennen erstmal nach Gostovia hin. Und dann können wir immer noch weiter sehen, wie das mit den Quests läuft, ne? Warte mal, wenn ich schon wie so ein Verrückter durch die Prärie laufe hier, habe ich dann auch meine Waffen dabei. Rückhörbogen ist dabei und Eisenpfeile. Jo, was will man mehr? Ich dachte gerade, da ist ein Wolf, aber das ist nur ein Reh jetzt. Geh weg, du Reh. Jetzt komme ich. Und ich reite wieder quer durch die Prärie. Ob das der wahre, richtige Weg ist, weiß ich nicht. Manchmal habe ich das so mit meinen Querfeld einlaufen immer. Das finde ich eigentlich gar nicht so schön. War eigentlich viel schöner, wenn man so auf dem Weg bleibt. Natürlich auf dem richtigen Weg, ne? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, bin ich. Schön nach Denica hier. Oh, guckt euch das schöne Feld an hier. Oh, da ist eine Schaufel da hinten. Ach, warum gucke ich auch? Na komm, wenn wir das schon mal sehen. Eine Eisenschaufel. Ja. Oh, wisst ihr was? Auf dem Rückweg. Da kümmern wir uns ja drum. Da nehmen wir ein bisschen Lehm mit. Wenn wir schon mal dabei sind, dann muss ich den Krempel nicht kaufen. Wir haben ja auch noch Häuser zu dämmen und auch wir haben so viel zu tun noch. Ach je. Wer soll das nur alles machen? Und da ist noch ein Wagen. Da liegt noch eine Schaufel rum. Ich glaube das nicht. Ich glaube, auf dem Rückweg laufen wir hier wieder lang und dann nehmen wir das alles mit. Hier am Dorf vorbei. Da kommen wir gar nicht auf blöde Ideen. Nicht, dass wir da ins Dorf reinrennen. Oh, warte, ich wollte ja rauszoomen, ne? Beim Laufen. So wollte ich laufen. Ja, ich bin nicht so gut im Laufen, aber ich komme an. Und das ist ja die Hauptsache. Achtung, da war ein Hase. Aber die sind meistens nicht so böse. Ja, da sehen wir uns gleich wieder im Dorf. So Leute, da sind wir schon wieder. Ihr glaubt gar nicht, was mir gerade passiert ist. Aber das werden wir gleich auf dem Rückweg sehen. Hier ist wieder was los. Oh, guck mal da. Hallo meine Damen, ich bin der Razimir. Ich bin vom Dorf nebenan, also ganz weit nebenan. Ich bin wohne in der schönen Ecke des Tals. Nicht hier in diesem abgeranzten Ding hier. Ne? Wenn ihr mal einen Job sucht, also... Ich wäre ja, ich bin ein guter Arbeitgeber, sagt man mir nach, ne? Also gerade Ildefonsa, ne? Also wenn du Interesse hast, für dich hätte ich sofort einen Job. Und dich würden wir auch irgendwo unterkriegen. Ihr seht ja beide richtig schicki aus. Ja. Ist ja nicht so, dass ich nur nach Aussehen einstelle, aber ihr beide, wenn ich euch so angucke, ihr seid sofort dabei, wenn ihr wollt. Wollt ihr oder wollt ihr nicht? Ihr könnt euch noch entscheiden. Ich habe gerade noch was zu erledigen. Ich melde mich gleich nochmal hier, ne? Mann, hier ist ja wieder was los mit den Dormen im Dorf, du. Da werde ich ja gleich wieder... Eieieiei. Da merkt man das wieder, dass meine Frau mich wieder sehr ignoriert hat die letzten Tage. So. Ja, ihr braucht gar nicht so schreien. Ich komme jetzt schon. So wie mir. Du weißt, was ich vorhab. Guck dir deinen komischen Stier an hier, den kleinen. Den kleinen Süßen. Na, du kleiner Süßer. Ja. Du siehst... Der will zu mir. Der kommt gleich zu mir gelaufen. Das heißt, den würde ich gleich auch gerne mitnehmen. Wenn das für dich in Ordnung ist. Und damit wir das auf die Reihe kriegen, guck mal, ich habe hier ein kleines Bestechungsgeschenk für dich. Das reicht nicht ganz anscheinend. Chidi.
Ja, warte mal. Wenn ich jetzt dieses kleine Tierchen hier... Nehmen wir mal an, ich würde jetzt sagen, dieses kleine Tierchen hier, ne? Das packe ich in meinen Kuhstall. Gehen wir nur mal von aus. Was mache ich da wieder? Hä? So, kaufen. Kuhstall. So, F. Kuhstall. Kuh. So. Hast du denn das Geld? Sag mal. Only the best products here. Nö, hast du nicht. Tja, ist eine Schweinerei, ne? Bisschen eine arme Sau, muss ich sagen. Ja, was haben wir denn hier noch? Guck mal hier, du bist eine Kuh, ne? Komm, du siehst auch gesund aus. Du bist auch dabei. Wer ist noch dabei? Bist du dabei? Du bist noch eine Kuh. Komm her, du Kuh. Du bist auch dabei. Wer hat, der hat, sag ich immer. Ne? Hier, die beiden Kleinen, die könnt ihr hier behalten. Die brauche ich nicht. Die geben ja noch nicht mal Milch. Schweinerei ist das. So, und damit wir das jetzt alles auf die Reihe kriegen, muss ich einmal gucken, wem kann ich denn hier vertrauen? Wolfram, Kasimir, Siegmund. Das ist doch alles nicht ganz normal hier. Wolfram ist doch der Bauer hier, ne? Ich glaube, das ist der Gute. Der hatte doch eine Frau. Mit wem ist Wolfram denn zusammen? Ich und meine Probleme hier. Wolfram. Komm mal her. Roberta. Die kümmert sich gerade noch um das Kind. Um das zweite Kind übrigens. Das ist gut. Weil die Mutter wollte ja eigentlich bei den Kühen arbeiten. Hatte sie gesagt. Denn wäre jetzt nur noch die Frage. Ja komm, wisst ihr, was dann soll Wolfram das machen? Wen kümmert? Wen kümmert? Wolfram. Komm mal her, Wolfram. Hier, da schauen die zwei weg und dann kommst du im Kuhstall erstmal. Ne? Der bereitet für seine Frau schon mal alles ein bisschen vor. Stall? Schweinestall? Kuhstall, hier, doch. So. Und wenn seine Frau dann aus dem Mutterschutz wieder da ist, dann kann die sich um die Viecher kümmern, ne? Ja, so wie mir. Du bist ja nun ein armer Kerl, muss ich sagen. Dann kümmere dich mal um deine beiden kleinen Tierchen hier noch. Die lasse ich dir noch, ne? Damit du auch noch was zu tun hast. Sonst bist du nachher arbeitslos. Du musst mich hier gleich nicht so anschnauben, ne? Ich gehe ja schon. Nur weil er jetzt fast arbeitslos ist. Ich habe ihn doch extra noch Tiere gelassen, damit er nicht ganz arbeitslos ist. Jetzt labert die mich auch noch von der Seite an. Ich will dir doch nur ein paar Stiefel geben. Hier, bitte. Mehr wollte ich gar nicht von dir. Goodbye. Muss mich nicht voll quatschen hier. Muss nicht sein, Hude. Da bin ich gar nicht drauf gerade. Nee. Bathilde, was kann ich für dich tun? Ja, oh Gott. Du bist ja auch schon alt geworden, ne? Ich könnte wirklich die Hilfe eines starken Mannes gebrauchen. Natürlich würde ich dafür bezahlen. Betrachtet mich als interessiert. Was kann ich dir tun? Ich muss meine Familie ernähren, aber unsere Vorräte sind erschöpft. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Ja, das sollte ja nicht schwer sein, ne? Ich bring dir mal was. Ein bisschen was zu futtern. Wer will das nicht? Fünfmal Fleisch und einmal Beere. Du hast sie auch nicht mehr. Fünfmal Fleisch und einmal Beere. Wo soll ich das Zeug denn schon wieder herholen? Adelina, du glaubst das nicht. Hast du sowas da? How is life treating your best goods in the valley? Eine Beere hat sie schon mal. Das ist gut. Die kaufen wir schon mal. Hat sie auch fünfmal? Ja, Fleisch hat sie auch. Ach, alles da. Kein Problem. Vielen Dank. Guck mal, da haben wir der alten Dame, einer alten Dame in Not geholfen. Das will man mehr. Hier, bitte, alte, schrumpelige Dame. Hier hast du das. Ne? Ich weiß, nach gegenüber gehen und einkaufen ist schon schwer. Schön, dass du mir das Geld direkt gibst. Und sogar ein bisschen mehr, als ich bezahlt habe. Ne? Nennt mich Delivery Hero oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas mit Hero. So, wen haben wir hier noch? Ich dachte, hier sind zwei Quests. Achso, da hinten ist eine. Ne, gucken wir gleich mal. So, Edwin. Edwin, komm mal her, Kleiner. Für dich habe ich noch ein paar Schuhe. Ich weiß, die brauchst du. Du brauchst immer gutes Schuhwerk am Mann. Wer will das auch nicht? Kann ich für nachvollziehen. Ist eine gute Sache. So, wen haben wir denn hier? Adalbert. Adalbert, bei was kann ich dir helfen, Kollege? In letzter Zeit treiben sich nachts viele gefährliche Tiere in der Nähe von unserem Dorf herum. Sie wagen sich immer näher heran. Und das macht viel Angst. Könntest du uns dabei helfen, zumindest die Anzahl von denen etwas zu reduzieren? Wir hätten dafür natürlich auch ein paar Münzen für dich übrig. Naja, wenn es denn sein muss. Mal sehen, wenn ich drauf vorbeikomme, ne? Vielleicht gucke ich mal.
Ich will dir nichts versprechen, aber ich gucke einfach mal. Da. Meine Damen, meine beiden, ne? Oh. Ja, ihr seid ja auch zwei hübsche. Ja, also, ne? Ich bin ja nun. Und was sagt ihr? Ihr tut so unentschlossen. Also, wenn ihr wollt, dann springt jetzt auf und schreit hier, ich will, ich will. Ja, wenn ihr euch die Blöße nicht geben wollt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Ja, denn nicht? Denn nicht? Meine Damen, letzte Chance. Ihr müsst nur einmal aufspringen. Na gut. Das war eine klare Absage. Nun bin ich deprimiert, Leute. Nun bin ich deprimiert. Was für. Das ist ja wieder ein trauriges Ende heute. Ach. Na gut. Ich glaube, nach dieser deprimierten Phase kommt, passiert jetzt aber noch was Gutes. Denn, ich habe euch ja schon gesagt, ich habe unterwegs was gesehen, als ich hierher gereiten bin. Und was heißt, ich habe was gesehen? Naja, ihr werdet es ja gleich sehen. Das dauert keine Minute mehr. Warte mal hier. Wir nehmen den Blödsinn mit. Ich kann das hier nicht am Wegesrand liegen lassen. Nicht, dass es noch jemand anderes einsammelt. Und diese wertvollen, tollen Güter, wie eine alte Fackel und ein Stück Brett. Naja, dann haben die dasselbe. Ne? Und ich bin ja hier das Dorf mit den Brettern. Wir sind hier alle verbrettert. So, warte, wo sind die? Die alten Räuber. Ja, ihr habt richtig gehört, das sind Räuber. Oh, boah, das war das hier? Nee, noch ein Stückchen weiter. Da hinten bei den Bäumen. Da sind sie. Die laufen jetzt schon rum, ne? Doch. Doch, wir nehmen den Bogen in die Hand. Können wir auch spannen. Boah, so treffe ich aber nie was, oder? Warte mal, ich muss in First Person gehen. Dum, dum, dum. Oh, da sitzt einer. Direkt im Feuer. Im Feuer sitzt er. Oh, da saß einer, meine ich. Da lief einer. Oh, ich habe vorbeigeschossen. Aua, aua. Aua. Ich will auch boxen. Komm her, du. Komm her, du. Hua. 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 Was für ein Kerl, Alter. Komm, gib mal her. Was hast du denn hier Schönes? Äpfel. Wie die Musik denn gleich wieder so dü macht. Ist das schön. Der hat auch Münzen gehabt. Guckt euch das an. Und Zwiebeln. Ja, die Zwiebeln sind das Beste. Mal gucken, was sie hier noch Schönes haben. Was hat der Bursche? Haben immer wieder das Gleiche, die Leute, ne? Käse haben die vor allem. Die haben alle Käse immer dabei. Was machen die mit dem ganzen Käse? Ist das nicht ein bisschen diskriminierend für Käseesser? Oder warum haben die alle Käse dabei? Das ist... Oh, eine Armbrust hat der. Eine Eisenarmbrust auch noch. Alt. Aber gut, die war nicht mehr so doll drauf, ne? Kupferbolzen. 16 Stück waren das. Meine Herren, das hat sich ja wieder gelohnt heute. Was hat er? Hier ist noch was. Eine große Gürteltasche. Ja. Wunderbar, hier ist auch noch was. Ein Pfeil. Warum komme ich da nicht ran? Da ist auch ein Pfeil. Ich sehe ihn. Zweige? Nee. Naja. Kann ich wohl nicht mitnehmen. Na toll. Aber hier, mein Eisenpfeil. Den kann ich mitnehmen. Ja, ansonsten ist hier wieder nichts richtig, wa? Doch, hier ist auch noch ein Eisenpfeil. Jetzt habe ich meine Pfeile wenigstens wieder. Oh, da ist auch noch einer. Den habe ich verschossen. Gut. Wunderbar. Dann haben wir den erstmal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ne? Da haben wir das Tal wieder ein kleines bisschen sicherer gemacht. Was will man mehr? Über den laufe ich einfach drüber. Gar kein Problem mit. So, Schnuckiputz, da reiten wir wieder weiter hier. Was ist das? Was für lahme Räuber. Da habe ich schon mal bessere erlebt. Die kriegen ja gar nichts hin. Da hätte ich jetzt mehr erwartet. Ein bisschen mehr Widerstand. Auch der eine kommt einfach an mit Faustkampf, ne? Was soll das denn?
Aber die haben auch gleich auf mich zugestürmt. Was soll ich machen? Ich wollte ja einfach nur in Frieden mit denen reden und so, ne? Aber wenn die einen da gleich angreifen wollen, ey, was soll ich machen? Da hängst du auch vor und denkst dir so, ja, da kann man auch nicht mehr friedlich reden mit denen oder so. Das geht nicht. Ja, würde ich ja gerne machen. Ich würde ja einfach mit denen schnacken und sagen, komm, hör mal auf, hör mal zu. Muss doch nicht sein, ne? Benimm dich mal. Oder irgendwie sowas, ne? Ja, aber so sind sie. So sind die Räuber alle. Kannst nichts mit anfangen. Sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Oh, schnell absteigen. Was haben wir hier noch Feines? Steinpfeile, wow. Steinpfeile wollte ich schon immer mal haben. Rein nicht rum, ich komme doch schon. Ich habe doch nur kurz eingesammelt. Ja, wir müssen auch gleich noch mal ganz kurz ein bisschen Lehm mitnehmen. Wenn wir hier schon mal an der Lehmgrube vorbeikommen. Hier in etwa. Dann nehmen wir halt auch gleich ein bisschen Lehm mit. Das gönnen wir uns. Das kann uns ja auch keiner verbieten. Ich meine, die können es versuchen, aber letztendlich können sie es nicht. So, ein paar Äpfel reinballern. Noch was. Gebratenes Fleisch, das Zeug hier. So. Ja. Holzschaufel? Ne, wir haben noch diese gute Eisenschaufel. Dann nehmen wir das gute Werkzeug. Oder hatte ich die verkauft? Nein. Ne, hier ist sie. Fünf. Meinetwegen. So. Attacke. Wir graben in dem Ton herum. Dumm, die dumm, die dumm. Und nochmal. Grab 1, Grab 2 und Grab 3. 12 Ton. Ja, das hat sich mal gelohnt. Ist auch schön, wenn da mal ein bisschen was bei rauskommt. Und man nicht immer 19. Achso, das ist Gesamtzahl, ne? Ich dachte, das habe ich gerade ausgebuddelt. 22, 3 Ton, ja, toll. Das lohnt sich ja nicht so richtig, ne? Das ist nicht sehr ertragreich hier in der Ecke. Da habe ich schon bessere. Ja, hier 7 Ton, ja. Sag ich doch, das gibt doch ertragreichere Tonvorkommen als das hier. 6 Ton. Ja, 7, 6, das ist schon in Ordnung eigentlich. Da kann man schon mit leben. Ne? Mit leben, wollte ich sagen. So, nochmal hier. Alter, sei doch mal ruhig, Pferdchen. Ich komme noch gleich wieder. Sei nicht so nervös. Ich bin noch nur kurz hier ein paar Minuten und grab hier ein bisschen rum. Wir brauchen das Zeug zu Hause. Wir haben noch keine Wahl. Was sollen wir machen? Ja, komm, lass uns weiterlaufen. Ab nach Hause. Ab in die Heimat. Endlich wieder. Das war heute auch wieder ein Ausflug. Kannst du zwei draus machen. So, jetzt die Frage, lassen wir uns heute wieder von den Wölfen umkommandieren oder gehen wir gegen an, wenn die ankommen? Aber ich sehe schon, es kommt kein Wolf. Auch gut. Ich will auch keine Wölfe da haben. So, da sind wir wieder. Die Heimat. So schnell geht das, Leute. So, oh, Olaf, renn mir doch nicht im Weg rum hier. Ich muss doch hier lang reichen. So, machen wir hier lang. So, rum um die Kurve. So, ich wollte gerade sagen, ab zur Scheune. Aber bevor wir zur Scheune gehen, gehen wir mal kurz in unser Lagerchen hier. Packen das Brett weg. Das ist das Wichtigste. Warte, die Eisenarmbrust kann hier auch rein. Die ist schon total in Dutt. Aber vielleicht können wir die irgendwann mal für eine Quest gebrauchen oder so. Dafür kann man die natürlich behalten, ne? Ein Holzbecher. Ja. Kupferbolzen. Die packen wir hier auch schön rein. Wer weiß, wann man die mal braucht. Jetzt fange ich schon wieder an, wie so Messi hier alles aufzubewahren, ne? Das ist auch nicht gut. Aber was soll man machen? Irgendwie bin ich ja auch so hier. So, Body, wir haben jetzt hier Ton, Body-Geschichte, ne? Ton. Habe ich hier noch mehr Ton? Ich glaube nicht. Nö. Nee. Doch, doch. 70 Ton. Oh. Oha. Da haben wir 120 Ton. Und dann brauchen wir auch noch ein bisschen Stroh. Ich weiß nicht, wie viel. Ich habe keine Ahnung. War das das Fünffache?
Das ist 5-fache von 120. Das wären dann 600 oder so. Oha, das. Ne, oder? 600? Um den Dreh. Lass mal gucken. Wir gehen kurz zum Pferd. Und da wir. Ich will beim Bauernhof hinten. Da will ich die Hütten dämmen. Da will ich anfangen. Damit der Bauer das wohlig warm hat im Winter. Und wir haben ja gerade Winter. Oh, scharfe Kurve. Ja. Ne? Der soll das da wohlig warm haben. Und sein Knecht natürlich auch. Und dann gucken wir mal weiter. Da. So. Du kannst ruhig auch wieder weggehen. Ich brauche dich jetzt gar nicht mehr. Du brauchst nicht unbedingt warten. Ne? Ich habe hier noch gut zu tun jetzt. Boah, lass mich raten. Ich habe keinen Hammer in der Tasche. Ich habe doch schon wieder keinen Hammer in der Tasche. Ja. Ich manchmal frage ich mich, was mache ich hier eigentlich? Na gut. Also ich brauche jetzt auch keinen Hammer für das, was wir jetzt tun. Denn wir machen jetzt einmal Turmbewurf. Hier. 12 Stück. Zacki, zacki. So, und wenn wir den Turmbewurf dann schon fertig haben, dann schmeißen wir den hier einfach schön hin. So in etwa, komm. Ach, guck mal. Hier habe ich ein Steinhaus für den Bauern gebaut. Ach je. Dann ist ja nur für den Knecht das Haus noch. Naja. Egal. Den Turmbewurf schmeißen wir hier trotzdem erstmal hin. Dann ist er da, wo er hingehört. So viel brauchen wir gar nicht. Wir brauchen 66 oder so. Aber egal, der liegt jetzt da. Und dann holen wir uns noch schnell einen Hammer. Und dann kann ich dich auch gebrauchen. Du sollst nicht immer mit den Kindern hier rumspielen. Irgendwie. Ja, das Kind mit offenen Armen rennt das dem Pferd hinterher. So, oh, Pferdchen. Nee, nee. Ich rette dich. Hier ist schon wieder. Hier stehen die schon wieder alle im Weg und quatschen miteinander. Und wieder keiner am Arbeiten. Ja gut, ist ja auch klar, ist Feierabend. Der hat ja auch keinen Bock mehr auf Arbeiten. Ich glaube, da machen wir auch Schluss für heute. Warum sollen wir denn noch arbeiten jetzt? Oder? Nö, sehe ich gar nicht ein. Wir machen noch kurz die Taschen leer und dann ist gut. Ne? Seht ihr doch auch so, oder? Genau. So, die Bierflaschen können weg. Was haben wir hier noch denn? Die Eisenschaukel, die Steinspitzhacke, Eisenspitzhacke kann weg. Das Ding da. Der Becher. Der Stroh kann wieder zurück. Der Rest hier. So, und der Rest ist dann ja noch hier ein bisschen im. Ach ja, den Hammer. Den Hammer können wir schon mal einpacken. Dann haben wir den in der Tasche. So ein schöner Kupferhammer, wisst ihr? So ein Ding will ich haben. So ein Ding. So. Und dann. Was ist hier los? Ist hier irgendwo Demonstration oder so? Feierabend und alles ist leer. Da geht mal einer. Das irritiert mich jetzt ja aber ein bisschen. Da ist einer. Hier ist einer, im Gebüsch versteckt. Oh du. Oh du, treue Seele, du. Aber dem geht's auch nicht so gut, glaube ich. Ja, der will seine Ruhe. Ja, na gut, liebe Leute. Dann haben wir das für heute mal wieder geschafft. Der Tag heute ist mal wieder rum. Wir haben ein bisschen was getan. Wir haben die Kühe besorgt. Ich glaube, da sagen wir morgen mal in Ruhe Hallo, ne? Und dann gucken wir mal, was da so Sache ist. Einmal die Kühe und dann machen wir natürlich die Hütte vom Knecht. Die machen wir nochmal schön gedämmt und sowas alles. Dass das auch läuft. Ja, ansonsten wünsche ich euch denn jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Was auch immer. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.